Grüß Gott, liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit 371 aus Berlin. Heute etwas Allgemeines, und zwar haben wir ein brennendes Ferienschiff in einem Fjord. Wir haben Bayern München als Zweiter der Vereinsmeisterschaften des Profifußballs in Europa mit einem, wie ich finde, begeisternden Spiel, das sozusagen der bessere Stratege gewonnen hat. In diesem Falle also der portugiesische Trainer Mourinho von Inter Mailand. Er hat seine Kräfte erwogen und hat sie so zur Geltung gebracht, dass sie wirklich stärker waren als die Kräfte, die der Trainer Van Gaal mit den Münchner Vertragsspielern zustande gebracht hat. Die philosophischen Betrachtungen darüber, wessen Spiel fußballerischer angelegt war oder so, oder wer jetzt beispielsweise dann ausgerechnet ein Tor geschossen hat oder nicht, lasse ich nicht gelten, denn tatsächlich hat Mailand mit seinen Kräften zwei Tore geschossen und Bayern München hat gezeigt, dass es eine andere Auffassung für dieses Spiel hatte, und diese Auffassung war definitiv eindeutig unterlegen. Und meine Fußballkommentare werde ich in Zukunft ein bisschen weiter reichen lassen, denn ich nehme am Fußballgeschehen intensiv teil, und zwar mein Leben lang bereits und inzwischen durchaus auch mit profunden Kenntnissen. Und ich finde, dass der Fußball für die gesellschaftliche Befriedigung inzwischen mindestens so einen Rang hat, wie es die Rolling Stones früher hatten. Damit meine ich nicht nur Befriedigung, sondern damit meine ich auch Befriedung im Sinne des Pfingsterlebnisses. Das haben wir wirklich alle nötig, und ich habe aus der Überzeugung, dass eine liberale Partei in Deutschland gegründet werden muss, meine Hoffnungen auf die Piratenpartei gesetzt. Diese Hoffnung konnte ich bislang nicht bestätigt finden. Ich konnte auch durch meine eigenen Bemühungen nicht wesentlich die Entwicklung in die von mir gewünschte Richtung befördern. Ich möchte das nicht aufgeben, aber ich sehe momentan, dass diejenigen, die da Einfluss haben, nicht diejenigen sind, die das verstehen. Und insofern wird sich zeigen, ob es zu einer produktiven Auseinandersetzung zur Entfaltung der Piratenpartei kommt und dann auch noch zu einer Piratenpartei liberaler Ausprägung, wie ich es mir wünsche. Aber das bleibt der Zukunft überlassen. Also der Bundesparteitag der Piraten hat gezeigt, dass es eigentlich gar keine Bundespartei gibt und dass es Landesverbände sind, die wiederum gar nicht mit landespolitischen Strategien auf den Bundesparteitag kamen. Und die, die das am ehesten zustande gebracht haben, haben dann bei der Strukturierung des Bundesparteitages, bei der Bestallung des Personals auf der Bühne und in den verschiedenen Organisationsebenen am besten hingekriegt und haben sich am Ende mit ziemlich plumpen Methoden durchgesetzt. Das ist nun aber der Entfaltung der Piratenpartei im politischen Sinne überhaupt nicht hilfreich. Und insofern steht man auf der Stelle, was sich auch in der Auswahl des Personals ausdrückt. Nur bin ich persönlich da jetzt nicht imstande, meinen Beitrag weiterzutreiben und möchte das auch dann gar nicht, nur in dem Maße, wie ich selbst sehe, dass es Aussichten hätte. Und wende mich also hier der Politik zu und wende mich aber auch weiterhin den organisatorischen Fragen zur Entfaltung der Piratenpartei zu. Alles auf seinem Platz. Hier bin ich jetzt also mit meinem Pfingsterlebnis und einer neuen Ausgabe Lichtgeschwindigkeit angekommen, die in Zukunft nicht mehr so sehr die tägliche Medienlage referieren und kommentieren wird, sondern vielmehr ganz konkret die Politik, mit der wir es zu tun haben, die wirklich sehr spannend und sehr wirkungsreich ist. Und ich möchte nur einen Punkt sagen, natürlich unsere europäische Finanzkrise, die im Bild gesprochen letzte Woche auch im Bundestag und dann auch im Bundesrat und morgen vermutlich mit der Unterschrift des Bundespräsidenten sozusagen abschließende gesetzliche Wirkung bekommt, Milliardenkredite bzw. Aushilfszahlungen entgegen den Euro-Stabilitätsgesetzen und entgegen den Lissabon-Verträgen, das heißt die europäische
Konzeption der Europäischen Union wird jetzt außer Kraft gesetzt. Und im Bilde gesprochen heißt das, wir haben ein Auto ohne Bremsen. Und anstatt jetzt zu sagen, na gut, dann müssen wir uns mal um Bremsen kümmern, hat man jetzt gesagt, der Handel mit Autos ohne Bremsen soll in Zukunft besteuert werden. Das ist natürlich wirklich wahnsinnig. Und wie unsere Bundesregierung, wie unsere Opposition, die sich der Stimme enthalten hat, diesen Wahnsinn irgendwann mal rechtfertigen wollen, ist mir ein Rätsel. Denn es ist nicht vernünftig und es ist auch nicht Erfolg davon zu versprechen. Insofern scheint sich im Moment in Europa, ähnlich wie in der Piratenpartei, nicht der Sinn der Sache und auch nicht das beste Personal mit den besten Argumenten durchzusetzen, sondern das Kind wird irgendwie geschaukelt in der Hoffnung, es fällt nicht vom Tisch. Ich werde in Zukunft also nicht mehr so sehr die täglichen Medien auf die Piratenpartei beziehen, sondern ich werde Anlässe nehmen, die von allgemeiner Bedeutung sind für die IT-Revolution und für den Liberalismus in Deutschland. So, also schöne restliche Pfingsten. Ich sehe also an meiner wunderschönen blühenden Kastanie im Hintergrund und an den schlagenden Büschen, das Gewitter bricht jetzt aus in Berlin und deshalb bin ich auch hier drin und freue mich des Lebens. Also alles Gute.